Moin Leute, herzlich willkommen. Linkwood, 15 Jahre, Gordon & McPhail. Ah, freue ich mich wieder mal drauf. Schon geöffnet, schon probiert. Ja, Gordon McPhail, größter unabhängiger Abfüller. Und Gordon McPhail hat einfach sehr viele alte Whiskys, die sie zwischendurch immer so auf den Markt schmeißen. Sehr viele durchgehend gute Whiskys auch, die sie anbieten können, haben halt viele Beziehungen zu sehr vielen Brennereien und sind halt in der Lage, mal ganz tolle spezielle Abfüllungen einfach mal auf den Markt zu bringen. Da kriegt man auch teilweise Whiskys, die oder von Destillen, die schon geschlossen sind. Dieses hier ist jetzt eine durchgehend erhältliche Abfüllung, meines Wissens. Der Linkwood 15 Jahre. Und was wollte ich jetzt sagen? Habe ich vergessen. Schlechtes Design. Wie man es von Gordon McPhail eigentlich auch kennt. So, dieser ist abgefüllt mit 43 Volumenprozenten. Die Informationen, die ich hatte, war schwierig, an Informationen da ranzukommen. Und dann wieder natürlich auch verschiedene Informationen. Ich bin der Meinung, Gordon McPhail färbt grundsätzlich nicht und somit ist auch dieser hier ohne Farbstoff. Er soll angeblich kühl gefiltert sein. Weiß ich jetzt nicht. Will mich da jetzt nicht festlegen. Wenn ihr irgendwie Links habt, Informationen dazu, dann bitte einfach mal unten einfügen. Würde mich freuen. Denn irgendwie war das schwierig, da an irgendwas ranzukommen. Whisky Base habe ich tatsächlich jetzt nicht geguckt, ob die da irgendwas haben. Von daher, steht hier nochmal was drauf. Ja, 1895, Gordon McPhail, ne, so lange gibt es sie schon. Ja, Sherry-lastig. Ja, gereift wurde dieser hier in Refill Sherry-Fässern. So, dann wollen wir mal. So, Elgin, hier oben in der Speyside, da liegt Gordon McPhail. Und von Linkwood bin ich der Meinung, gibt es auch keine Originalabfüllung. Ich bin der Meinung, da ist nie irgendwas auf den Markt gekommen. Zumindest habe ich nichts gefunden. Ja, gebrannt wird er mit 6 Brennblasen, 3 Wash, 3 Spirit Stills. Ja, und er hat einfach eine schöne Nase. Kommt gleich so eine gewisse Komplexität. Sehr viel Sherry-Frucht. Sehr voll. Viel Vanille. Malzig. Schokoladig. Ja, der ist schön. Schön ausgewogen. Dominante Süßigkeit, kein Alkohol zu spüren, viel Frucht. Tja, der ist schön in der Nase. Den nehmen wir mal. Voll im Mund. Das erste, was man spürt, ist die starke Würzigkeit von der Eiche. Ganz viel Speichelfluss, richtig voll im Mund. Süß. Ja, und jetzt kriegt er wieder so ein bisschen diese dunklen Früchte. Sowas wie Sultanin, Rosin. Und ist richtig schön belegt, lange belegt die Zunge. Bisschen trocken werdend. Ja, die Malzigkeit ist da.
von so einer Kritze. Ja. Mein Beuteschema gefällt mir gut. Sehr sherry-lastig, würzig, voll, kräftig und schöne Süße. Ja, immer erhältlich. Preis 50, 60 Euro, pendelt immer so ein bisschen dazwischen. Ich bin der Meinung, immer verfügbar in diversen Shops. Mir gefällt der sehr gut. 50 Euro, 15 Jahre, normaler Preis heutzutage. Ja, und mal was anderes, ne? Wann trinkt man schon Linkwood? Ja, abonnieren, oben der Link, unten bitte reinschreiben, falls ihr Ergänzungen, Infos für mich habt oder sonstige Anregungen. Ansonsten, ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.